Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Black Mesa. Wir haben uns hier noch ein bisschen umgeschaut. Er ist mittlerweile auf den Schienen unterwegs. Da wäre jetzt nicht allzu viel. Ich glaube, da könnten wir noch irgendwie hochrennen und so, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt gerade. Aha. Nachladen. Läuft einfach weiter. Dann hauen wir den mal schnell weg. So. Ach, hier geht er auf einmal jetzt doch nicht mehr rückwärts. Wieso lässt du dich jetzt nicht mehr rückwärts fahren? Das ist komisch. Das fixt der Kollege hier. Was haben wir denn hier Schönes? Ah. Halt noch ein Gang. Sonst gar nicht mal so viel. Ach, okay, stimmt, hier sind wir. So, warten wir mal hier kurz. Stellen das Ding ab. Schrotflinte. Ja, Schrotflinte. Und gucken, ob wir die Brücke dann runterlassen können. Aber dieser aufdringliche Besuch. So, dann schalten wir nämlich erstmal kurz die Strom ab, dass wir hier gefahrenlos ins Wasser können. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch, oder sollten wir noch irgendwie reinkommen. Jupp, da ist dann halt ein Professor oder ein Wissenschaftler und ein paar der Dings zerlegt. So, dich möchte ich gerne mal mitnehmen. Dankeschön. So, dranpappen. Dann suchen wir uns nochmal eine Leiter, wie wir da rauskommen. Da hinten zum Beispiel. Lächeln, lächeln, lächeln. So, und da ist nichts zu mitnehmen. Dann machen wir erstmal hier den Strom wieder an. Können wir jetzt eigentlich auch mal hier rein? Nope. Wir können aber hier hochklettern, sehe ich gerade. Das ist schön. Oh. Interessant. Dann werden wir hier uns nochmal kurz umschauen. Also genau, wie gesagt, wir werden, glaube ich, hier einfach hochlaufen können. Von da unten aus. Da wären halt noch ein paar Tentakelviecher. Was Leben oder etwas Geruckel. Was mir jetzt nicht so gefällt. Zombie? Zombie, ja. Dann lass es dir mal schmecken. So, da haben wir noch ein wenig Muni. Gut, die nehme ich mal noch mit. Ich glaube, sonst brauchen wir erstmal nichts großartig hier. Weil es so schön ist. Ah gut, jetzt kommen wir auch hier rein. Alles klar. Können wir uns mal ein bisschen hochheilen. Haben wir da noch einen roten Ordner? Oh Gott. Ah, Security Door kriegen wir gerade noch nicht auf. Das da. Hui. So. Unordnung. Jehu. Gut, jetzt haben wir ja auch wieder auf. Dann lassen wir mal das Ding hier herab. Ah, das sind nur Headcrabs. Okay. Dann. Na gut, nicht ganz.
So, doch noch aufgeräumt hier. Na, nicht ganz. Genau, hier drin ist doch auch noch was gespawnt. Machen wir die Tür noch auf. Heil uns noch mal hoch. Es nimmt echt kein Ende mit diesem Rumgespawne hier. Na. Wo ist er denn? Scheinbar nicht hier. Okay. Da ist er. Die auf einfach mal keinen Schaden macht, die Waffe. So, auf geht's. Wir haben noch ein wenig Weg vor uns. Speichern wir das nochmal fix. Und es geht weiter. Licht kann ich hier, glaube ich, mal wieder ausmachen. So, juhu, eine Plattform. Warum? Hätte besser laufen können. Oh, wir haben kaum noch Muni. So, da oben wird's lustig. So geht Selbstmord übrigens, für alle, die es interessiert. Ja, ich glaube, hier ist es sinnvoller, einfach an der Seite hochzulaufen und dann ja, von der Seite zu kommen, weil auf dem Ding, da haben wir nicht allzu viele Chancen. So, dann fahr da mal bitte langsamer hin. Danke. Deswegen liegen hier auch schon extra Granaten rum. Gehen wir nämlich schon mal im Vorhinein hoch. Guck mal, ob wir die Dinger schon mal umhauen können. Ich bräuchte mehr Revolver-Munition, glaube ich. Stimmt, das Ding ist ja auch noch da. Sollte jetzt aber alles, ja, ausgeschaltet sein. Das könnte ich da theoretisch auf meinen Dings mit draufstellen, oder? So. Na, doch nicht. Also es halten die auch nur eine bestimmte Zeit. Schade. Aber gut, hier haben wir wieder ein bisschen Leben. Auch wieder dringend notwendig. So. Können wir den Schrott noch nicht mal hier... Komm, weg damit. Mag dich nicht auf meiner Bahn haben. Na, toll. Schön, hier ist aufgemacht worden, das ist toll. Neuer Levelabschnitt. Schauen, was uns da dann erwartet. Also wie gesagt, im Original war es halt dann noch etwas länger die Fahrt. Und auch, ja, teilweise andere Rätsel und so. Oh, da ist eine Schranke, da möchte ich jetzt nicht unbedingt durchfahren. Kann ich da denn drüber duckjumpen? Yep. Wahrscheinlich ist das der da hinten, oder? Yep. So, das heißt, du gehst mal weg. Dann können wir, glaube ich, mal mehr oder weniger gemütlich zurück
laufen. Hier ist zu, da ist nichts fürs Erste. Stimmt, ich glaube, war das bei dem oder im Original, wo dann nachher nochmal auf der Nebenspur Gegner rumfuhren, also Soldaten mit so einer eigenen, zum eigenen Bähnchen. Ich glaube, das war auch im Original alles. So, hier sollte ich vielleicht ein wenig langsam machen. Weil sonst macht das hier nämlich Kaboom. Ja. Macht's auch so. MG, glaube ich, ist die bessere Wahl hier. Da haben wir auch noch ein bisschen Muni. Der wäre weg. Der ist auch weg. So, dann können wir uns wieder ein bisschen auffrischen. Das kann da mal weg. Ach, das reicht nicht für eine. Okay. Haben wir denn hier noch irgendwas Schönes drin? Nein. Licht können wir auch nochmal anmachen. Oh. Hat jemand dich fertig zu Ende gepackt? Okay, den hat es zerlegt. Wahrscheinlich auch die Soldaten. Ja, oder halt sowas. Da wird gerade ordentlich geballert. Sollen sie ruhig? Da kommen wir nicht rein. Granaten. Der hat aber auch gut gesessen, muss ich ja sagen. Da wir es ihm doch einfach gerade mal mit gleicher Münze heimkommen. Komm rausgelaufen. So. Immer noch einer da. Wie gesagt, die machen verdammt viel Schaden, die Jungs. Wir können uns hier, glaube ich, Hilfe holen, aber der geht wahrscheinlich direkt drauf. Hier unser Kollege. And just when I was starting to feel lonely. Sounds like the troops are fixing to throw you a surprise party. Better clear your dance card, Slick. Scheint so. So, dann speichern wir das Ganze mal. Ihr seid zu schnell, Jungs. Wie sollen wir euch denn da wegschießen? Und ich habe zu wenig Leben. So, das ging besser. Immer noch was abgekriegt, aber zwei weniger, drei weniger, vier weniger. Es hört auch einfach nicht auf da hinten. Ja, schon da hinten war ja das Stand-MG. So, nachladen bitte. Dann holen wir uns halt nochmal Muni. Zack. Ich gucke, dass ich hier vielleicht mal unbeschadet reinkomme. Haben wir denn hier noch irgendwas? Oh, da hat jemand einen Teller kaputt gemacht. Das ist natürlich schade. Oh. So. Räumen wir mal ein bisschen um. Ich würde noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Das kann da mal runter. Oh, ein paar Schuhe noch. Ich glaube, sonst haben wir hier nichts Schönes drin. Nee. Leider nicht. So. Vielleicht haben wir in den Kisten noch was. Nope.
So, dann nochmal hier rüber. Da haben wir nochmal Leben. Das ist gut. Da haben wir auch nochmal Leben. Das ist noch besser. Ah, ja, genau. Ich kann hier noch ein bisschen. Geht das? Können wir uns da hoch schlürfen? Yep, können wir. Gut, dann hole ich mir gerade so tief mit noch mit. Achievements sind ja immer was Feines. Zumindest, wie gesagt, ich mag die halt. Bin jetzt zwar keiner, der sich da noch die Mühe macht und sich halt dann wirklich hier durchhaut und was weiß ich was, stundenlang hinsetzt, um alle Achievements zu holen, aber wenn man so mitnehmen kann, freue ich mich immer drüber. So, jetzt sieht es zumindest nicht mehr ganz so schlecht aus. Dann gucken wir mal, ob wir da was reißen können. Ah, ich glaube, da kommt schon Unterstützung. Automatic medical systems engaged. So. Morphine administered. So. Da war ich zu spät, verdammt. Wo habe ich gespeichert? Ich glaube direkt danach, oder? Yep, dann schnell hin. Ich habe ja echt zu wenig Leben gerade. Geh da dran, bitte, danke. Ja, Frustrated Scream könnte bei mir auch so langsam mal kommen. Haben wir es jetzt? Scheint mir fast so. Gut, da hat es ja doch noch einigermaßen geklappt gerade. So, dann können wir nochmal fix durchladen. Die Muni mitnehmen. Und jetzt vielleicht unseren Kollegen nochmal. Na, ich gehe auf Musik. Vielleicht hat er doch noch irgendeinen überlebt, aber es scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein. So. Roger that. Let's run like hell. Komm mal mit. Ich glaube, allzu sehr wird er uns hier nicht mehr großartig helfen können. Hast du noch irgendwas? Schrotflinte? Jawohl. So, genau. Hier konnten wir noch was mitnehmen. Und das ist ja bei unserem momentanen Lebensbalken gar nicht so verkehrt. Ah. Ah, der lebt noch. Zumindest geht er jetzt nicht mehr so schnell verloren, wenn er so schön leuchtet. Okay, da geht's nicht weiter. Hier haben wir zum Glück noch was. Ha, Leben. Wie habe ich dich vermisst? So, dann können wir wieder runter. Da noch irgendwas versteckt? Nein. Haben wir nicht. So, wir lassen ihn mal gerade rein. Hey. Ich glaube, das war es auch hier unten. Von daher gehen wir mal hier zum Silo-Access. Achso, das müssen wir, glaube ich, noch irgendwie ja, anmachen oder so.
Naja, schauen wir uns das nächste Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.